Mal sehen. Wir wollen folgendes machen. Iron Weave. 7. Strike für 6. Defend. Ich will nämlich den Clash spielen. 14. Eine Magic Ballist. Gold und eine Karte. Richte 4 Schaden an, platziere eine Kopie dieser Karte in deinen Discard Pile. Angel ist halt nicht übel. Man braucht halt nur viel Kartor, um die mal nachzuziehen später. Also die Karte vervielfacht sich in deinem Deck, weil jedes Mal, wenn man sie spielt, verdoppelt man die Karte quasi. Das heißt, irgendwann hat man ganz, ganz viele von diesen Karten. Kosten aber halt 0. Solange man den Kartor dafür hat, geht das. Nehmen wir mal die Karte. Gehen wir hier aufs Fragezeichen. Vor uns liegt ein Schrein, wo wir dran beten können, um eine Karte aus unserem Deck zu entfernen. Machen wir das mal. Wir wollen Strikes entfernen. Dann brauchen wir nicht so viele. Sind nicht so cool. So. Ey, Pilzsommerparasit. Wir smiten. Schau mal, was Demon Form Upgrade ist. Oh, 3 Strength pro Runde. Das ist Angel. 6 Damage pro Copy. Aber ich finde Demon Form besser. Dann lohnt sie sich auch zu spielen. 3 Stärke. Boss Time. So. Wenn man ihm 30 Schaden macht, dann geht er in den Defensive Mode. Okay. Haben wir mal Armaments. Spielen Berserk. Spielen Strike. Strike. Und Angel. Zack. Siehst du, das sind 2 Karten davon in den Discard Pile. Mal gucken, was er macht. Er charged up. 9. Oh, er was? Er macht 32 Schaden. Erstmal Pommelstrike. Sehr gut. Iron Weave. Gucken, was er dann macht. Da haben wir diese 5 hier erreicht. Er geht in den Defense Mode. Und nochmal ein Strike. Gucken, was das bringt. Er will sich buffen als nächstes. Hallo, Nurse's Pain. Sharp Hide. Macht das? Immer wenn wir angreifen, kriegen wir 3 Damage. Quasi so Stacheln. Natürlich super gut. Not. Außerdem versucht er uns mit 9 Damage zu damage. Und ich habe keine Defense. Könnt ihr mal pommeln. Wir defend. Gott. Defend und Iron Wave mache ich mal. Dann hat er genau 9 Schaden. Gut. Der ist nicht so schön, weil ich ihn ja auch nicht angreifen kann. Toll. Wenn wir 16 Schaden machen, Ich kann 10 blocken. Sogar mehr.
Okay, ich mal 13 Schaden. Mach keinen Strike. Man muss doch aus dieser Scheißform wieder rausgehen, oder? Ja, meine ich doch. Ja. Sehr schön. Oh, er will 20 Damage machen. Was geht mit ihm denn? Locker zumindest mal 10. Die Tori hat, weil er 5 Damage gemacht hat, das alles auf 1 Damage runtergearbeitet. Ha! Wie nice ist das denn? Amarments. Bash. Vulnerable. Und Clashen. Wieder Sharpheit. Macht 9. Ich kann 8 blocken. Block mal 8. Von den 16 blocke ich. Und er ist wieder raus aus dem Shit. Wunderbar. Okay, Zeit für Anger. Der macht uns hier 4 Damage mit. Das heißt, wir können einfach nur Vollgas geben. Der Tori. Da. 1, 1, 1, 1. Jetzt machen wir das. Demonform. So. Charging up. Destroy, sagt er. Okay, ich muss jetzt mehr als 11 Schaden machen, was kein Problem ist. Zwölf. Okay. Oha, das wird sehr, sehr schmerzhaft. Aber ich kill ihn. So. Aha. 95 Gold. Wir kriegen eine Karte. Oh, Barricade Power. Block expires nicht am Start unserer Runde. Fiendfire. Exhaust ist, genau. Karten werden aus dem Spiel genommen bis nach dem Kampf. Das ist nicht so gut. Hier Barricade nehme ich mal. Ich habe zwar nicht so viel Block, aber kann sein, dass ich noch mehr bekomme. Hier, wir können ein Relic aussuchen. Ektoplasma. Ich kriege eine Energie zu jeder Runde, aber du kriegst kein Gold. Das ist nicht gut, das ist überhaupt nicht gut am Anfang.
Für alle 5 Karten in deinem Deck heile 2 HP, wenn du in einen Campfire gehst. Das ist nicht schlecht. Es wären momentan 6 HP. Bald 8. Oder verliere 20 Max HP und dafür jedes Mal, wenn du HP verlierst, ziehst du eine Karte. Ich glaube, das hier ist ganz gut. Eternal Fever. Gratis Heilung, wenn wir zu Campfires gehen. Why not? Zweites Gebiet, The City. Okay, wir suchen viele Campfire. Plus viele Bosse, wenn es geht. Also hier sieht es so aus, als könnten wir hier ein Campfire, Boss, Ruhe, Campfire, Campfire. Okay. Ganz gut aus. Moment, ich muss mal eben den Weg zurückgehen. So, Campfire, Campfire. Ganz viele Gegner. Nein. Da lang. Ruhe. Da lang. Dann einfach hier links lang. Da. Wo ich will auch mal zum Merchant. Wäre vermutlich gut, so zu gehen. Ich mal mit einem Merchant komme. Der. This enemy intends to block. Er will blocken. Sein Schild wird nicht am Beginn jeder Runde weggepackt und er hat drei Debuffs, die er negiert. Erstmal spiele ich ja Marmont. Marmont ist immer gut. Leaf. Enter. Mir ist auch einmal Defense. Enter. Boah. Noch mehr Block gemacht. So, Pommel Strike. Leider keine Barricade. Ich habe dafür nicht genug. Berserk zu spielen bringt mir gerade gar nichts. Defend und ein Strike. Ich müsste irgendwie versuchen, an mehr Energie zu kommen. Mehr Energiekarten wären nice. Gefühl, dass ich ständig zu wenig Energie habe. Macht 20 Schaden, hä? Außerdem hat er mir irgendwie, kriege ich 25% weniger Block für ein paar Runden. Iron Weave. Clash kann ich definitiv nicht spielen. Schaden, aua. Gut, hier schon mal direkt. Hallo Mininator. Barricade kostet weniger. Was ist das denn? Aber eigentlich muss ich mal ein bisschen Damage drauf packen auf ihn. Gefühl. Nur 20 HP. Ich müsste den eigentlich relativ schnell durchboxen, wenn ich ihm jetzt weniger auf Death gehe und mehr auf Attack. Jede Runde 3 Block am Ende bekommen. Eine Power. Nehmen wir mal. Wollt ihr hier lang? Du findest einen alten dekorierte Kammer. Im Center des Raumes ist ein riesiger Schädel.
auf einem geschmückten Pedestal, also Podest. Als du dich näherst, bricht der Schädel in Flammen aus und sein Gesicht wendet sich dir zu. Kriege eine Colorless Card. Das ist ganz gut. 8 HP Verlust, okay. Oh! Man kann bei ihm mehrmals was bekommen, hä? Wie wär's mal mit 90 Gold für 8 HP? Und wie komme ich weg? Für 8 HP? Okay. Teuer, HP-technisch, aber... Ganz viel Fragezeichenzeit. Okay, hier ist ein Monster. Weltparasit. Was hatten wir da unten? Kriegt jedes Mal, wenn ich ihn attackiere, verliert er auf jeden Fall HP. Schade, er hat ein zu viel Damage, sonst würde sich das immer auf 0 runterarbeiten. Okay, machen wir mal erstmal Pommel Strike. Amarmens. Enger. Und Iron Weave. So. Mir gefällt es ziemlich gut, Minator. Ziemlich gutes Game. Oh, er kriegt direkt wieder 12 Damage, hä? Super, not nice. Watch. Ist ziemlich nice. Okay. Machen wir erstmal Jack of All Trades. Das ist eine Exhaust-Karte. Wir spielen sie jetzt, dann kriegen wir eine neue Karte. So. Und sie löst sich auf. Upgrade all of your cards for the rest of a combat. Nicht schlecht. Für 2. Okay. Kriegen am Ende der Runde 4 Defense. Und ich spiele nochmal 8 Defense. Und dann blocken wir den Schaden komplett weg. Von ihm. Sehr gut. Barricade. Unsere Rüstung verschwinden nicht mehr. Pommel Strike. Iron Wave. Clash. Kann ich nicht, weil... Ich habe hier einen Skill. Okay. Blocken wieder den ganzen Schaden. Zieht sich ein bisschen wegen den Plated Armor. Habe ich das Gefühl. Also ein Pommel Strike. So. Wieder Enger. Noch mehr Enger. Und Strike. Und Strike. Und Defend. Ich muss sagen, dieses Metalize ist ziemlich nice. Vor allem die upgradete Version. Trommeln ihn. Oh, ich habe ganz vergessen, dass ich Potions habe. Discard. Wir nehmen die Wagon Potion. Und wir schauen nochmal nach einer Karte. Battletrons. Ziehe 4 Karten, du kannst aber keine extra Karten mehr ziehen.
für den Rest der Runde. Das ist ziemlich gut. Du hast schon abgegradet. Wir wollen zum Merchant Shop, wir haben sehr viel Geld. Mal sehen. Wieder ein Event. Wir finden in einem verlassenen Tempel ein riesengroßes Buch. Offen und es ist mit kryptischen Schriften übersät. Während wir es versuchen zu interpretieren oder herauszufinden, was es ist, beginnt es sich zu bewegen und sich zu verwandeln. In Schrift, die dir vertraut ist. Wollen wir es lesen oder wollen wir es verlassen? Das Ganze irgendwie nicht geheuer. Gibt nicht mehr so viel HP. Und bald haben wir einen Bossfight. Ich verlasse das Ganze mal. Ist mir nicht geheuer. Beim letzten Mal haben wir schon sehr viel, bei dem einen Event sehr viel rausgelassen. Gehen wir mal zum Händler. Und shoppen mal. So. Der Händler bietet uns immer Karten an. Und basta. Hm. Er bietet uns auch Artefakte an. Wenn ein HP voll ist, kriege das. Das haben wir fast nie. Jedes Mal, wenn du drei Attacks in einer einzelnen Runde spielst, kriegst du einen Dexterity. Das ist ziemlich gut. Dexterity gibt uns Schild. Das heißt, wenn wir einen Dexterity haben, gibt uns irgendeine Schildkarte, die uns 5 Schild gibt, 6 Schild. Gar nicht so bad. Okay, wenn wir das aufnehmen, dürfen wir eine Powerkarte aussuchen, die wir dann immer automatisch in unserer Hand halten. In jedem Kampf am Anfang. Uppercut nicht schlecht. Apply one weak, apply one vulnerable. Anger haben wir schon. Das hier finde ich ganz gut. Kunai. Ja. Kunai mit Anger. Könnte ziemlich gut werden. Wir brauchen nur genug Hardware. Was Kunai? Da ist es hinzugefügt worden. Nehme ich nochmal das zweite Enger, vermutlich. So. Ich weiß nicht, ob ich das hier gut finde oder nicht, ehrlich gesagt. 34. Ein AP verlieren, dafür 4 Schaden ausrichten an alle Gegner. Nee. Gehen wir weiter. Hey, wir heilen uns um einiges. Um 8. Sehr schön, weil wir über 20 Karten haben. Also für alle 5 Karten kriegen wir 2 Heilungen. Ich upgrade mein Deck. Weiter. Metallize ist ziemlich gut. Und Barricade. Metallize und Barricade möchte ich eigentlich beide upgraden. 2 Random Colorless Trades ist auch nicht gerade schlecht. Ehrlich gesagt. Das ist sogar vermutlich das beste Jack of all Trades. Colorless. Also, farblose Karten sind immer. Kosten immer 0 und sind relativ stark. Sieht. Zeit für einen Light. Was tut denn? Painful Steps. Mal sehen. Okay, immer wenn wir Damage bekommen, kriegen wir Wunden in unserem Discard. Pile. Okay, der macht jetzt Shitload. Metallize ist gut. Okay. Wir pommeln erstmal. Die Fenden. Hätte nicht pommeln sollen. Na egal. Defenden. Flashen und hängern. Und wir haben ein Dexterity bekommen. Von dem Kunai. So.
Autsch. Battled Horns. Nice. 3, 4, 6, 8. Deck of all trades. Summer Purity. Choose an exhaust up to 3 cards in your hand. Ich kann halt Karten wegschmeißen, die ich nicht möchte. Quasi in meiner Hand. Macht jetzt 18 Schaden, hä? Alter. Kannst du das bitte sein lassen? Gut, ich kann das komplett blocken, wenn ich will. Nope, nope, nope. 21 Damage macht er. Ist schon fast alles geupgradet, bis auf Berserk. Ich würde quasi gratis Berserk spielen können, wenn ich das mache. Machen wir das mal. Iron Weave. Mill Strike. Okay, 4x6 macht er, hm? Trommeln erstmal. Okay, erstmal weg. Man. Und zweites Decks ab. Ich weiß, ich esse jetzt sehr, sehr viel Schaden. Richtig viel. Autsch. Ist aber okay. Ah, nicht so viele Wounds hinzugefügt. Okay, wir machen erstmal den ganzen Anger-Kram. So, wieder ein Dexterity hinzu. Machen wir Battle Trance. Sehr schön. Können wir nochmal Iron Weave für 10 Block. Mike. Und Double Defend. Kommt nicht durch. Sechs mal fünf. 30 Damage? Willst du mich verarschen? Kann ich leider nicht machen. Ach, macht er aber nur einen, ne? Ach ne. Er hat 6 Damage gemacht. 6 mal 6. 36. Aua. Aua. Amarment. Mal Strike. Mal sehen, was wir da kriegen. Defend. Anger. Strike. Echt ein Schaden. Au. Muss ich ihn töten? Habe ich keine Chance. Und ich habe nicht genug. Aber ist der One tot? Die Wounds haben mich. Stimmt, Tränke habe ich auch noch. Vergesse ich immer. Nein, Double Brain. Jetzt sind wir. Du. Ich vergesse, dass man Tränke hat. Das ist. Ah! Die hätte ich unbedingt nehmen sollen. Shit. Aber wir haben neuen Charakter freigeschaltet. Gib dir den zweiten Charakter. Okay, das war nichts. Das war sackig von mir. Das Licht dann ist wieder dunkel. Ja, ich hab's halt noch nicht viel gespielt. Dann vergisst man sowas halt.